Morgen, Steven Gätchen. Freut mich sehr. Herr Heist, wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, es gab Sie als Wut vor dem Film. Aber besser kann man das ja eigentlich gar nicht machen. Als Sie angerufen wurden, haben Sie gesagt, logisch. Ja, natürlich. War voller Stolz und Freude, dass man mich angefragt hat für diese Rolle. Wie ist das denn, wenn man jemanden spielt, der einer Person, die Sie im Fernsehen verkörpern, so nah ist? Also ist das dann aus der Lameng ein Teil des Lebens und einfach? Oder haben Sie da auch hart nochmal dran gearbeitet, um das Wutpensum nach oben zu schieben? Das Wutpensum muss ich nicht nach oben schieben. Ich muss das dosieren und richtig dosieren. Für diesen Film. Großartige Figur in diesem Film, die auch, man glaubt, es kommen aber auch leise Töne hat, die Wut in dem Film. Nein, entspricht ganz meiner Intention und auch dem, was ich ja in der Heute-Show verkörpere, und deshalb kam man ja auf mich für diesen Film. Und Louis Black, zu wissen, dass er die Figur im Original spricht, war natürlich noch ein weiteres Highlight. Was hat Ihnen denn an diesem Film ganz besonders gut gefallen? Also gibt es da etwas, nicht nur die Figur Wut, sondern vielleicht auch das, was dieser ganze Film ausstrahlt und auch zeigt? Der ganze Film ist ein großartig animierter Film. Naja, man erwartet auch nichts anderes von Disney Pixar. Großartig gemacht, und ich bewundere den Doktor, der also einen wunderbaren Film sich ausgedacht hat, auf die Idee zu kommen, Emotionen im Verstand, im Hirn eines Kindes von 11 Jahren, eines Mädels, zu etablieren und die sichtbar werden zu lassen, ist großartig. Es ist ein wunderbarer Familienfilm. Er strotzt von Humor, und es wird auch hin und wieder auch eine kleine Träne. Auch wir Männer können in diesem Film eine kleine Träne wegdrücken. Das ist überhaupt nicht schlimm. Großartig. Also er spricht eigentlich alle Generationen an, dieser. Wunderbar. Herr Heist, vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke Ihnen.